Oh nein, Speere prasseln auf die beiden nieder. Die hungrigen Touristen haben sie entdeckt. Marty und Alex hauen ab, aber sie kommen nicht weit. Alex tritt in eine Falle. Alex! An einem Seil baumelt er kopfüber in der Luft. Lauf, Marty! Komm schon, Alex, ich kann dich doch da nicht hängen lassen! Hol Hilfe! Karnickel-Taktik! Los, los! Weg hier! Auch für Melman wird es brenzlig. Er steht mitten im Vulkan auf einer schmalen Felsnase und unter ihm brodelt die Lava. Jetzt geht's los. Die Tiere feuern ihn vom Rand aus an. Sie stampfen und springen herum. Was ist das denn für ein Gehopse? Joe? Joe, der Medizinmann? Wir dachten, du wärst tot. Dachte ich auch. Aber dann wurde mir klar, dass ich überall braune Flecken habe. Dann stirbt Merman also gar nicht. Dann stirbt Merman also gar nicht. Oh nein. Entschuldigung. Merman! Und da trabt auch schon massive Rettung an. So darf Merman sich nicht davonstehlen. Nicht, nachdem er Gloria seine Liebe gestanden hat. Edgar, Leute, das darfst du nicht machen! Bitte, Merman! Hör auf damit! Gloria? Das darfst du nicht machen! Warum nicht? Weil... Oh, ich rette dich, Merman! Die Felsnase bröckelt. Merman fällt. Doch Gloria erwischt seinen Hals. Er hängt über dem Abgrund. Das darfst du nicht machen, Merman. Erstens, das tut weh. Und zweitens habe ich nur noch 18 Stunden zu leben. Merman, ich muss es wissen. Hast du das alles wirklich so gemeint, was du über mich gesagt hast? Ja, selbstverständlich. Das ist ja verrückt. Ist es das?